zu einer weiteren Folge Real Farming Endless 19 Meets Reality im Forst. Servus, Herr Kottes. Ja, können wir jetzt ja endlich loslegen. Fahren Sie mal auf die Seite, ich muss den anderen Burger da noch drunter schieben. Jo. Oh, oh, oh. Pass auf. Jo. Aber das passt so, oder? Ja. Nee, fehlen noch 2 Meter. Ja, ein Stück. Ach, da kommt so, ist sogar noch was drin. Ja. Das dürfte reichen. Eigentlich. Okay, ich schnippel hier mal ein paar Bäume um und dann transportieren Sie die hier drauf. Oh, ich trinke in der Zeit noch einen Kaffee. Ah, so viel Zeit haben Sie dafür nicht. Ja, ist nur ein Stückchen. Gartensäge, ne? Baum fällt. So, kriegen Sie die hier auf zweimal. Hm? Probieren Sie erstmal den linken. Okay. Achtung! Eieiei, das war knapp. Ja, war bemessen. Noch nie. Volker Varuna, hallo. Hallo Varuna. Ich wollte dich mal fragen, hast du unten bei dir im Sägewerk noch für Kohle oder Holzscheibe, hast du da noch eine Plattform? Ja, da steht noch eine rum. Ist die zufällig voll? Nö. Kannst du mir da ein bisschen was aufmachen? Wie? Ja, ob du da mir ein paar Teile drauf machen kannst. Ja, was soll ich da drauf machen? Ja, Kohle. Weiß ich nicht, ob ich Kohle habe. Oder Holzscheite. Ist mir egal, was von beiden. Was billiger ist. Ich habe nur die Holzkohleproduktion. Ja, Holzkohle, genau, das will ich. 6 Paletten kann ich dir anbieten. Jo, dann, würde ich die ganz gerne abholen kommen. Ich kann dir auch gerne was Neues. Also ich bringe dann eine neue Plattform für dich mit. Ja. Jo, ciao. Tschö. Du Gottes. Ja? Das ist was. Ja, ist schon schwierig. Ja, nimm das Ding mal von oben. Also Frontlader hoch. Kippen, genau. Noch ein bisschen zurück, ein bisschen hoch. Jetzt kippen, weiter nach vorne, runter, Klammer zu. Ah, jetzt funktioniert. Ah. Oder nicht, ah, dann ist er noch rausgerutscht. Ja, jetzt strengen Sie sich mal an. Zeit ist Geld. Ich bin mal kurz ein paar Paletten verladen. Jo. Oh Gott, jetzt haben wir hier sogar noch Stress, ey.
Nee, ich komme nur vorbei und hole ein paar Paletten ab. Nein, da bin ich mir. Kann ja nicht ein bisschen früher anrufen. Was ist denn jetzt los? Na. Ah, 6 Paletten. Kann man ausrechnen. 6 mal 1700. 10.000. Wow. Kann man sich genehmigen. Nein. Aber das ist auch nicht so schlimm, weil ich hätte gern, dass die Plattform noch ein bisschen weiter vorne steht. Die ist nämlich scheiße abgestellt. So ein Mist aber auch, ey, mit dem Ding hier. Ich glaube, die Maschine läuft nicht richtig, die zerhäckselt das Holz ja gar nicht. Ist ja an? Ja, die ist am Laufen, aber die zerhäckselt nicht, die zieht das Holz nicht ein. Moment, ich komm. Geht doch. Geht's? Ja, die braucht halt ein bisschen. Ah, okay. Da haben die so viel Erfahrung in unserem Forst. Ich mach das ja nicht alle Tage. Ja, die braucht ein bisschen, bis sie warm gelaufen ist. Geht. So, jetzt guck ich mal, dass ich hier irgendwie vorwärts komme, ey. Der Motor, der läuft auch nicht mehr ganz rund. Der ruckelt auch schon wieder. Aber was ist denn heute los hier?
ist denn das, ey? Ah ne, warte mal, 10.200 plus natürlich 10%, also 11.000. Da hätte ich fast meine eigene Provision vergessen, das wäre ja doof. Also das ist heute sehr merkwürdig, bitte. Dass es so ein bisschen laggy ist. Och, heute läuft aber nichts eher. Ich muss auch mal mit dem Neumann telefonieren morgen wahrscheinlich. Und mal fragen, wie viel Kredit er mal wieder haben will. Ob er mal will, dass ich da wieder was zurückzahle. Ich weiß nicht, woran das heute liegt. Ich weiß auch nicht, ob es bei mir nur lokal ist. Das ist komisch. Wenn der das Ding da jetzt hinstellt, dann raste ich aber aus. Glaub ich spinn. Ist es hier ein Selbstbedienungsladen, wo jeder macht, was er will?
finde ich ja toll, dass er nächstes Mal den hier selber beladen will. Schönen guten Tag. Hallo. Guten Abend. Wollen Sie nächstes Mal die Plattform selber beladen? Warum? Weil Sie die Plattform so scheiße hinstellen. Ach so. Kann ich aber das nächste Mal auch machen. Dann nutze ich meinen Mitarbeiter. Ja, mir ist es egal, können Sie auch machen. Also wäre halt gut, wenn die Plattform so steht, dass ich die auch beladen kann. Ich kann sie Ihnen auch nochmal umstellen. Eben machen Sie erstmal die Plattform hier hinten drauf. Ja, ja. Ah, ne, jetzt geht's. So. Scheiß Dinger da. Der Manitou hat heute ein bisschen Motorprobleme. Müssen sie vielleicht mal Öl wechseln oder so? Oder wird's erst gemacht? Service ist eigentlich frisch. Achso, und dann? Das war damals den sie vom Lohnunternehmen gekauft haben, oder? Ja. Gut, mach dann 11.000. Okay, überweise ich dir. Er ist ohne Steuer, ne? Weil müssen wir eigentlich hin und her schieben. Jo. Jo. Danke dir, tschüss. Ciao. Mal gucken, wie weit der da oben ist. Und? Wie läuft's? Ja. Ist was? Ja. Wir sind vor noch. Gut. So. Müssen sie noch ein bisschen nachschieben, wenn sie kräftig sind. Na, jetzt einfach mal draufhauen. Manchmal ruckelt sich das zusammen. Machen sie mir das Band nicht kaputt. Sollen wir mal tauschen? Jo. Kann das wohl besser als ich. Vermutlich. Da, schneiden Sie mal ab. Aber am besten von der anderen Seite, sonst fällt er Ihnen auf den Kopf. Na, ist schon auch mal. Passiert nichts. Also Sie können mal gucken, da geradeaus hinter, da steht noch eine Kiefer, die könnten Sie noch fällen. Okay. Und die Fichte auch, die lange. Hier? Ja. Aber Fallrichtung zu mir. Und ich krieg da das hin.
Baumfeld. So. Jetzt noch eine so eine kurze. Ja? Hier so eine kurze jetzt noch, oder was? Ja, erstmal entasten, ich brauche ja Holz. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war jetzt mal wieder eine Lob. Ich bin in der Zeit vertan. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.